Hallihallo, willkommen zurück zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich was ausprobieren und das habe ich mit der lieben Sandra Rettich so ein bisschen ausgetüftelt und ausprobiert. Und jetzt habe ich gedacht, ich zeige euch einfach mal das Video. Die liebe Sandra macht auch ein Video und ja. So, ich stelle aber erstmal meine Farben vor. Das erste war das Weiß, das waren die Pigment Drops von Etta Art. Das zweite ist ein Pearl. Die dritte Farbe ist ein Resin Ink und die ist von Octopus, das Sweet Cherry. Und das letzte ist das Espresso Resin Ink von Octopus. Jetzt musste ich gerade überlegen. So, das Pearl ist natürlich ein Mica oder ein Perlglanzpulver. Da müsst ihr mal schauen, was ihr da zur Hand habt. Also ich finde, mit diesen Pearl Pudern bekommt man immer richtig tolle Effekte hin. Manchmal auch so richtig, ich nenne es immer so Puffy-Effekte, sodass das so ein bisschen plastisch aussieht. Und mir persönlich gefällt das gut, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. So, ich sehe zu, dass ich noch mal einmal meine Farben gut durchrühre. Und dann kann ich auch schon gleich anfangen, hier meinen Guss vorzubereiten. Wie gesagt, wir haben uns einfach mal überlegt, die liebe Sandra und ich, was passiert, wenn man einfach in diese tiefe Form ein Dirty Pour macht. Können da Effekte entstehen? Ist da alles durcheinander? Ist es dann hinterher wirklich dirty und sieht überhaupt nicht aus? Und von daher haben wir gedacht, wir probieren es mal aus. So, ich nehme jetzt hier meinen größeren Becherchen, wo schon mein Weiß angemischt ist. Gib da mein Sweet Cherry hinzu, gib das in die Mitte auf mein Weiß. Das sinkt auch richtig schön ein, das seht ihr hier. Gib wirklich alles in mein, also in den Becher hinein, was in den kleinen Bechern drin ist. So, das ist jetzt meine erste Farbe. Danach nehme ich das Espresso, gieße das Espresso dann auf mein Sweet Cherry, auch in meinen Becher hinein. Und ich bin wirklich furchtbar, furchtbar gespannt, was dabei rumkommt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber irgendwie immer, wenn man mal was Neues ausprobiert, ist man doch sehr aufgeregt. So, jetzt habe ich auch mein Espresso in meinen Becher gegeben und jetzt kann ich das Pearl hineingeben. Das ist ja das Mica Powder oder Perlglanzpulver. Und das gebe ich jetzt auch in meinen großen Becher hinein. Nimm mir da auch meine Zeit. Ihr seht das, ich habe das Video jetzt nicht schneller gemacht zu dem Zeitpunkt. Und da seht ihr das Pearl, das ist schön auf der Oberfläche. Keine Ahnung, warum es nicht sinkt. Ich denke mal, weil ich da wirklich nur ein bisschen von dem Pulver genommen habe. Aber es ist lustig, wie das auf der Oberfläche da in meinem Becher kleben bleibt. So, jetzt nehme ich mein klares Harz, gebe das in meine Form hinein und sehe zu, dass ich halt den ganzen Boden bedeckt habe. Sehe zu, dass ich das hier noch ein bisschen verteile. Gehe ganz kurz mit dem Sturmfeuerzeug drüber und dann nehme ich hier auch mein Becherchen und rühre mit einem dünnen Stab einmal ganz kurz durch meinen Becher. Hier auch ganz vorsichtig sein. Also ich habe wirklich nur einmal kurz rumgerührt und dann nehme ich meinen Becher und lasse das Ganze in meine Form fließen von der Mitte her. Das seht ihr jetzt und das sieht total interessant aus, wie sich die Farben praktisch da so vermengen und ja, was für Muster das schon auf der Oberfläche macht. Also wie so ein Dirty Pour im Acrylic Pouring, so mache ich das jetzt mit dem Harz. Lass da wirklich alles aus dem Becher laufen, was da noch im Becherchen ist. So, und jetzt seht ihr auch gleich, mein Becher ist auch so gut wie leer. Und dann nehme ich jetzt mein klares Harz und gieße praktisch meine Form auf. Da bin ich auch sehr vorsichtig, dass ich nicht in einem zu großen Schwung hineingieße. Nicht, dass ich dann meine Form übergieße, das wäre jetzt fatal.
Also ich lasse mir da auch immer ein bisschen Zeit, lasse das Harz einfach reinfließen. Dann schaue ich, wie verteilt es sich, wie viel Platz habe ich noch in der Form und gieße noch mal ein bisschen nach. Es ist schon interessant, also das Weiß hat sich relativ gut verteilt, finde ich. Jetzt gleich kommt auch noch eine Timelapse. Da seht ihr auch, wie das Ganze arbeitet, wie schön sich die Mitte schließt. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Glassteinchen und ein bisschen Glitzer mit in die Mitte gegeben. Habe gedacht, das passt ganz gut von den Farben. Und gebe in der Mitte einen kleinen Swirl und das war schon. So, und das ist der nächste Tag. Das sind ungefähr 20 Stunden später und ihr seht, das Harz hat ordentlich gearbeitet. Ich bin gespannt, was auf der Rückseite rausgekommen ist. Ihr seht da auch schon den Schimmer von dem Pearl. Und voilà. Und schaut mal. Ich finde das sehr interessant. Das sieht so aus, als wenn eine Blüte versucht, sich da durch das Rote durchzubrechen. Also schon interessant, dass da außen dieser Rand entstanden ist und in der Mitte dieser feine Crackle. Teilweise sieht es auch schon aus wie so Blütenblätter an der einen Seite. Mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut. Auch durch das Braun, wie sich das Sweet Cherry außenrum zu einem dunkel altrosa, würde ich sagen, verwandelt hat. Und in der Mitte halt dieser Pink-Weißton gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und das ist das Endresultat. Und hiermit verabschiede ich mich bei euch. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Sandra Rettig vorbei. Ich werde ihr Video verlinken. Und ich sage einfach bis zum nächsten Video. Passt auf euch auf, eure Petra. Tschüss.